Das nächste Jubiläum in der Stadt Cottbus steht an, denn am Wochenende des 4. Mai öffnen insgesamt 28 Ateliers und Galerien ihre Türen und laden Interessierte ein, die Kunst von mehr als 50 Künstlerinnen und Künstlern zu erleben. Obwohl das beliebte Veranstaltungsformat dieses Jahr zum 25. Mal stattfindet, gibt es wieder neue Dinge zu erleben. Und wir haben eine Besonderheit diesmal. Das erste Mal wird auch der Campus der BTU dabei sein, weil da gibt es auch viel Kunst zu entdecken. Es wird Führungen geben über den Campus, wo man zu diesen Kunstwerken geführt wird und auch erklärt bekommt. Und auch die Ateliers der Studierenden aus dem Fachbereich Architektur werden öffnen. Das kann man sich anschauen, was die Studierenden dort an Kunst auch hergestellt haben. Und dann gibt es in der Segeltuchfabrik in der Kölzstraße einen Pop-Up-Store, in dem allein 5 Künstler gemeinsam ausstellen werden. Und da lohnt sich auf jeden Fall ein Stopp, weil da gibt es auch Kaffee und Kuchen vom Art Frontale e.V. Und so kann man 2 Tage lang sich mit Kunst beschäftigen in Cottbus und dem Spree-Neiße-Kreis. Erstmal gibt es auch einen Flyer an gemeinsam, wo alle Ateliers verzeichnet sind und wo man sie auch in der Karte finden kann. Wer sich auf den Weg begibt, um die geöffneten Ateliers zu besuchen, sollte die Gelegenheit nutzen und zum Fahrrad greifen. Denn am selben Wochenende beginnt das alljährliche Cottbuser Stadtradeln. Die gesammelten Kilometer können entweder schriftlich bei den lokalen Organisatoren eingereicht werden. Der einfachste Weg ist jedoch, sich die Stadtradeln-App herunterzuladen. Wer damit Probleme hat, muss nicht verzweifeln, denn der Verein Media2Be hilft Menschen im Umgang mit dem Smartphone in ihrem neuen Projekt der Handysprechstunde. Interessierte können jeden Montag von 15 bis 17 Uhr zur Sandower Hauptstraße 11 kommen und sich helfen lassen. Die Hilfe ist kostenfrei und kann ohne Terminvergabe stattfinden. Bei unserer Handysprechstunde sind alle Seniorinnen aus Cottbus eingeladen und die werden betreut von Studierenden, von Kindern, unterstützt bei Fragen, die sie haben zum Thema Handy, Apps, Einstellungen. Wie auch immer, können zu uns kommen und wir werden denen helfen. Hier wird also nicht nur das Handy erklärt, sondern es findet auch ein Austausch der Generationen statt, wo alle etwas lernen können.